Willkommen zurück zu Terra Together. Wo wir gerade so ein bisschen eilen, bis endlich mal wieder Nacht ist. Zack. Sind schon noch einmal. Haben wir keine Gravitationstränke? Habt ihr schon cool. Overboard gegeben? Danke. Bitte. Kannst du auch Färben wegmachen, wenn das andere Farbe sein soll. Ich hab da auch irgendeinen coolen Pilz noch. Sehr gut, genau, den ich hier suche. Ja, plus 2% Schaden, das ist doch. 7 Uhr Nachmittag, eine Stunde noch. Jo. Geh schon mal zur Arena. Musik endet sich schon, ich glaube, es geht schon. Ich glaube, die Nachtmusik ist schon da. Ja. Ich weiß auch bessere Waffen als damals. Die müssen jetzt auf jeden Fall 15 Minuten kommen. Also wir sind das ja equipped und es ist eher angefangen, von daher in den Stellen. Da kann die Sense. Wir sind da gerade gestorben. Ich? Oh oh. Oh oh. Ich kann Haltringe haben, aber ich nehme mal kurz wieder mit. Oh, das ist bei mir. Schauen wir schon ab. Warum
wie lange Arme hat der Typ denn bitte? Hey, hey, hey! Ah ja, nee. Jo. Mir wechselt das. Komm rein. Nein, geh weg! Kopf breit ist richtig böse, ey. Geh weg! Radek ist tot, der Goblin ist weg. Alter. Ich hab meine 15, aber wenigstens schießt mir danach, egal. Alter. Die 3000 scheiß Reiter hier, ne? Die tun am meisten weh hier heute, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Die sind zwei Stück. Ich will nicht! Wie diese kopflose Reiterautobahn da oben, ey. Fängt man jetzt nicht so weit. Neu. Na, no, jetzt haben die Schiefmann sehr gut. Letzte Welle. Mann, rennen! Ah, drei, vier, fünf Königs, Kürbiskönige. Fünf an der, an unserem Hotel. Plus zwei Bäume. Die töten jetzt den armen Hund. Mann, hier sind NPCs ja recken schon wieder alle. Ich glaube, es spawnen nochmal fünf. Ja, das sind NPCs sterben, wenn wir dann nicht weggehen, wenn ich sterben hier. Leute, ich meine, ich habe gerade sechs Kürbisse an mir, ne? Also, es wäre mal ganz so nett, so. Nimm mal einen kleinen Moment Zeit, hättet. Wir haben auch nur noch. Wir haben auch jeweils fünf. Reicht das, sind mindestens zehn. Bei uns sind auch 5, 6 Stück. Wir kommen hier halt nicht weg. Weil die mitten im Spawn stehen. Und jetzt sind alle NPCs tot wegen den Wichser. Alle NPCs sterben jetzt qualvoll rein, ja. Der Schuldenantreiber ist tot. Diese Sau, die diese Feuerraketen schießen, überhaupt nicht schnell töten. Wie sie da schon unser Haus laufen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Ich komme nicht aus meinem Haus. Wir kommen hier nicht mehr raus, es sind so viele auf einem Screen, ist das Spiel oder? Halt einfach rein. Ich glaube, ich treffe jemanden. Die sind alle tot, oder? Das müsste doch vorbei sein. Ah ja. Alter, die haben mich schneller gegrillt, als ich vermachen soll. Nein! Ah, wie viele Bäume sind das denn, Alter? Wir haben den ganzen Wald in unserer Base. Ich komme nicht mal raus aus dem Spawn, ich bin instant tot. Und wenn mich keiner von den Bäumen erwischt, dann ist es einer von diesen komisch fliegenden Klingen. Oh mein Gott! Ich bin gerade von 8 Bäumen gejagt, wird gefühlt. Ich kann mir spawnen, wenigstens ein bisschen Damage machen, dann bin ich wieder tot.
gar nicht, wie viel Gold wir jetzt insgesamt verloren haben. War nochmal der Plan für den Tag? Ja, ist gegeben. Sorry. Und kein Bock mehr zu bleiben. Bleib den Baum hier. Stoppt ihn, er wird kommen. So, abbauen, damit hier keinen. Und keine Gefangenen. So, hab ich das Falltüt abgebaut. Hä? Ich hab eine trauernde Holztrophäe, wow. Alter. Es ist der Tag, das können wir eigentlich zu Turnier im Hand direkt hinterher machen. Ja, ne? Machen wir auch. Am besten die Eternal Crystal und Regina, oder? Dass sie von allen Seiten kommen, weil dann haben wir eine Chance. Heiltränke mitnehmen, Leute, ne? Dann können wir erstmal aufräumen. Was aufräumen? Ist doch noch aufgeräumt. Nein, ich meine die... Eber. Diese komischen Dinger, die sich... Grabsteine nennen. Ja, ich baue schon alle ab, die ich sehe. Hier oben ist auch ein Crayford-Biom. Ich würde jetzt einfach mal den Crystal Stand in der Mitte unserer Arena platzieren und dann können sie von allen Seiten kommen und dann haben wir eine Chance, sich davon abzuhalten. Auch erstmal einzahlen gehen. Ja, stimmt, hast recht. Geld sammeln, einzahlen, ist eine gute Idee. Ich würde ja 26 Gold mit mir rum, wo ich schon einmal durchgelaufen bin. Und dann die NPCs wieder nach. Schnell stapeln, so. Also die Heiltränke möchte ich schnell stapeln. Vogelscheuchenhut, ah ja. Tobi, wie viel Leben hast du? Ich habe 420. Dann komm mal hier. Oh mein Gott, ey, ich sehe hier. Jetzt hast du es eingesetzt. Ach gut, ich schmeiß es raus da. Hast du jetzt 425? Ja. Oh, da ist noch eins. Da habe ich sammelt du das auf. Warte, hier. Beckmann, wie viel Leben hast du? Ja. 430. Okay, dann nehme ich das jetzt nochmal 34. Ah, nicht ganz. Hier, Beckmann, du bist Mili, komm mal her. Oder Fabi, wie viel hast du an noch Leben jetzt? 430? Alle haben 430. Okay, gut, dann hat Beckmann jetzt 435 und ich auch. Ich auch. Dann braucht Fabi das nächste. Ein paar gesammelt. Ja, braucht Fabi noch das nächste. Gut, dann stelle den Crystal Stand am besten da, wo unsere Buff Stations sind. Oder müssen sie da rankommen? Also nochmal zur Erklärung, falls ihr dann den Defender sich kennt. Wir platzieren jetzt ein Kristall da drauf. Und die Gegner versuchen, diese Kristalle zu zerstören. Wir müssen die davon abhalten. Großen, flachen. Aufsammelt, bitte nicht zerstören. Großen, flachen und offenen Gebiet aufgestellt werden sollte. Okay, wir dürfen den nicht platzieren. Was hast du genannt? Das ist hier nicht offen genug für das Spiel. Wir müssen. Das muss wirklich ein offenes Gebiet sein. Drüber? Platziere den Stand. Die Truhe oder so. Platziere den Stand. Ah, du hast den Stand im Inventar. Du musst es platzieren. Ach so. Nein. Ich glaube, flachen. Es darf einfach. Es darf. Nee, es darf nichts sein in der Nähe. Einfach. Es muss aber flat sein. Problem ist nur, welches. Biom ist den am safesten aktuell, dass wir da was machen können. Oder probier's mal hier unten auf dem Boden. Ja, aber das Hallowed, da werden ja die ganze von Hallowed-Gegner noch zusätzlich genervt, ne? Was mit oben im Himmel? Noch eh nicht hier hin. Das ist nicht, eben. Wenn man da stand auch noch eben, so ist ein ebenes.
Also ich bin der Meinung, dass diese Holzplanken das Problem sind. Ja, sind sie auch. Deswegen würde ich vorschlagen, dass das hier einfach auf dem Boden mal platziert. Meinst du? Unten rechts auf der Seite. Okay, wer hat den Stand platzieren? Ich nicht. Nee. So ungefähr hier, wo ich jetzt stehe, würde ich gucken. Damals musst du den Stand haben. Adi, wo hast du nur die Flügel her? Die gab es zu kaufen bei, ich glaube, wer war das, den Steampunker oder so? Ja, Steampunker. Fabi, du weißt schon, dass das Board viel besser ist, ne? Dann hast du es ja umsonst gemacht. Sag mal, bitte guck mal im Inventar, du musst das Stand haben. Ich hab gar nichts. Wir hatten den dann eingesammelt. Oh, ich hab den ganzen Job gebaut. Vergiss es. Ja, ich bin ja nicht der Einzige hier, der darauf achten könnte. Alter, 4 Platin, holy shit. Groß, flach, offen, hier ist nichts davon, deswegen. Wir machen das jetzt da unten fertig aus. Stellt euch aber so auf, dass keiner rankommt. Hi. Müsst ihr aber hier runterkommen, weil hier können wir doch mal nicht schießen. Hä? Was hat denn jetzt gegen das? Ist doch flach. Sollen wir auf der linken Seite der Beiß gehen? Vielleicht echt, weil hier was über uns ist. Vielleicht, seit meines Spiels ist es halt nicht offen. Lass mal hier auf dem. Lass mal im Notfall, wenn nicht, machen wir es auf Fabis Haus einfach. Hm. Aber hier ist eigentlich auch nicht flach, ne? Ja. Wir müssen es links vom Hotel machen. Ich glaube, das ist das Einzige, was die Erwartungen erfüllt. Da konnten die bis wieder sterben, aber die sind eh noch nicht alle nachgespawnt, deswegen scheiß drauf. Wir fällen hier eins. Aber die Bäume weg. Kurz mal. Jemand was zum Holz fällen? Meinst du die stören? Ja, ich kann es nicht platzieren. Ich kann es ja nur in den Vordergrund platzieren. Es geht nicht, weil die Bäume halt Vordergrund sind. Der Setzling muss da noch wegbimmern. Ja, also den könnt ihr ja wohl selber dann wegmachen, wenn ich hier gerade die Bäume am wegmachen bin. Groß, flach, offen. Ist doch alles hier erfüllt. Warte mal, ich guck mal kurz in die Wiki. Also eigentlich. Ich weiß nicht, wo das Problem sein soll. Also, bei dem Bild des Events steht der auf so einem Podest mit Marble gebaut. Wenn das ja mal so machen, wie ich das gemacht hatte. Vielleicht darf es aber nicht auf Erde sein, du musst es auf festen Boden. Ja, Blicken. Ich organisiere mal eben ein paar Steine oder was und dann ziehe ich eine Leine und dann passt das schon. Ah ja. Ah, das sind sogar die Gegner aus Dungeon Defenders, okay. Terran Requirements. Summoning the event has some unique requirements. A minimum clearing of 161 tiles, also 61 tiles horizontal, auf jeder Seite des Eternal Stands. Ja, mal gleich. Also muss auf jeder Seite 120 Teils sein. Und blöcken. Wird in etwa passen. Okay. Geht los, das ist das Portal. Ah. Um keinen Preis rankommen. Ich lehne mich zurück und trinke Tee. Wie viele Bälle müssen wir einschalten?
Das ist schief mit keine Ahnung. Top 5. Weil Peter sagt, Achievement, wir müssen da ganz durch, oder? Nee, das sagt einfach, macht die Allwins an. Aber es müssen halt spätere Wellen rauskommen, dass das Ding droppen. Sind denn die? 20 Sekunden, dann kommt die nächste Welle. Wenn wir spätere Wellen erreichen, dass wir die Siegel bekommen. Fabio. Was müssen wir? Spätere, also Wellen ab mit 5 droppen, glaube ich. Also spätere Wellen droppen erst die Siegel. Achso. Darum geht's. Ja, wie gesagt, wer diese Medaillen aufsammelt, bitte nicht wegschmeißen. Ja, ich schmeiß ja sonst irgendwie. Die Grünen oder was? Nee, das sieht man. Wir schmeißen ja irgendwie Sachen weg, also warum sollten wir das wirklich? Alter, wenn Tobi schießt, dann schnickt. Mach dein Sound leiser. Das ist angenehm, wenn man auf ihm stehen und nach links aimen muss. Okay. Ah, ich höre wieder was. Danke, Tobi. Du musst es doch schnell, um deinen Sound ein bisschen runterzustellen. Sag mal. Ich hab jetzt alles mal auf 2% gestellt. Das ist bei mir auch immer auch so fucking laut gewesen. Dass man euch kaum gehört hat. Das ist auch hier ein System. Schieß mal. Ja, ist. Das Achievement heißt einfach, schreibt es einfach mit Defeat the strongest armies, the old ones army can master. Also wahrscheinlich einfach zu einem bestimmten Anzahl von Wellen kommen. Ja, wahrscheinlich schon. Und was ist für die nächste Nacht geplant? Frostmoon. Das hätten sie schon gebraucht. Joa. Terrors Mana bringt mir nichts mehr. Ja, was soll ich damit? Nix. Sammelst du auf. Schauen kannst du ja nicht. Ich glaube, der Gestalt droppt dann die Siegel. Ja. Aber wo? Hier liegt nämlich schon welche. Eine habe ich jetzt schon. Wie brauchst du so Fabias Mac? 225. Ach du Scheiße, ich hab wieder 1. Ja, das meiste fällt bei dem Ende aus. Ab. Haben denn die Gentlemen da unten vor? Ich weiß nicht, ob die. Ich glaube, die wollen außen rum. Die können ja nicht hochspringen. Jetzt kommen sie jetzt zurück. Sind ganz schön hässlich für ihr, Alter. Vielen Dank. Ich glaube, ich einfach nur hier stehen muss und linken Maus ausdrücken muss. Das ist der erste Boss. Let's go. Der Boss? Der ganz kurz da war. Guck mal, ob der was geklappt hat. Ein Gato-Ei. Und das? Beschwört einen zahmen Gato. Das Reittier. Verkleider. Ist ein Verkleider. Lol. Eine Katze mit Helikopter. Katze vom Dach. Karlsson vom Dach. Ist die Katze vom Dach. Ich kenn nur Karlsson. Ja. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, wie der Karlsson vom Dach ist.
erste Uwe ist jetzt bei der Welt. Da ist der Uwe. Steht. Warum sind wir so fucking langsam? Weil der Uwe mich mit irgendwas abgeworfen hat. Ah, da grüßt er wieder. Geht ja von Bomben. Nein! Don't stop me now! Oh, oh. Oh, jetzt waren schon 14 Verteidiger-Medaillen. Jetzt habe ich 15. Ich hab 3. Schau mich mal an. Schau mich mal an. Ogermaske. Ja, ich bin hier um zu lenken und nicht um zu denken. Heil dich mal, Fabi. Selber auf Amazon angefangen, ne? Weil wir ja gerade eh nichts machen, außer alle Linksklick drücken. Kann ich noch mal ein bisschen erzählen. Kalte gedrückt. Ja. Also die Serie, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, auf Amazon Prime, Leitung. Leitung? Genau. Leitung. Was für eine? Strom, Wasser, Gas. Gas. Auch okay. Gute Gas. Kannst du noch achteln? Hammer. Ich muss sagen, er kann das Wind schwimmen. Ich sehr gut. Habe ich jetzt bekommen? Ah, guck mal. Komm mal her. Alter, voll schlecht. Geht Tobi oder will wer noch so ein komisches Viech? Ich will es nicht unbedingt, ich hab ja schon eins. Hattest du das? Das ist ganz cool. Ja. Das ist halt der komische, was ist der komische Vogel da? Ah! Was ist das? Ach, Betty. Miniboss. Smaug. Aber es sind auf den Kristall. Kinder geboren. Ich kümmere mich um die Wave. Klappt ihr den Boss? Ja. Also um die rechte Wave kümmere ich mich. Wie ein Flugduell mit uns. Ich bin gleich am Arsch, Jungs. Nein, sie hat mich im letzten Leben hat sie mich noch bekommen, mein Nein. Bitch. Jetzt mit dir kann ich es zahlen oder haben wir es geschafft? Alles. Wir haben es geschafft. Okay, habt ihr Medaillen? Ja. Die müssten da gelegen haben. 75 Stück. Abi, komm ran hier. 74 Stück. Ja. Was ist das denn? Gib dir mal Fabi, dass er die sammelt, dass wir wissen, wie viele wir insgesamt schon haben. Beckmann? Was? Hat vielleicht keine Medaillen. Warte, ich oh, ich kann sogar alles gleich machen. Warte, hier, ich hab noch 60. Nimm die auch noch. Spielzeug! Wie viel Damage macht denn das? Bestimmt weniger, oder? 237? Ja, aber wie langsam schwingt es, muss auch bedachen, und ein Autoswing und so. Ja, ich hab ein Item, das macht bei mir automatisch Autoswing. Hast du jetzt echt Betsys gezogen? Eventuell. Ist das geil, oder? Betsys Flügel. Oh, dann ist das das, was einen Debuff auf dem Gegner drauf macht. Wichtig, also würde ich zwischendurch im Kampf auf jeden Fall an deiner Stelle benutzen. Macht einen Debuff auf den Gegner, dass der weniger Rüstung hat. Sprich, wir machen mehr Schaden. Ah, der hätte auch noch Betsys Ref machen können. Also ich habe einmal hier das Schwert bekommen und ich habe die Flügel gelegt bekommen.
Die Flügel sind ganz normale Flügel. Die sind irgendwie, also man steigt schneller und höher damit. Na, ja, könnte das die besser sein. Ja, das sieht besser als das Hoverboard. Sag mal. Will jemand ein Hoverboard? Ne, wir haben alles schon Gleiches oder Besseres. Also das Schwert ist nur die Fischfang schneller als das, was du mir gecraftet hast. Ja, macht ja nichts, weißt du, das Achievement auch. War ja nicht nur für dich. Sah gut, wenn du was Besseres hast, sag ja nichts. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 12 Uhr, ist zu spät schon wieder. Auf jeden Fall alles nochmal neu verzaubern. Ist es auch zu spät. Okay. Warte mal. Packt man das Hoverboard einfach auch rein. Ich wollte gerade sagen, Fabio, du passt das über irgendwie nicht, das der Umhang. Hä? Kann man den irgendwie deaktivieren, ohne dass du es verlierst? Ja, ja. Okay. Kannst du Verbergen machen, die bei Dings. Na cool. Hast du noch Medaillen übrig? Ja. Warte mal, was gibt's denn da noch? Ist irgendwas Interessantes für mich dabei? Wahrscheinlich nicht. Aber nur 73, ich weiß. Weiß nicht, kostet wahrscheinlich 75. Ja, hast recht, 75, ja. Ja, macht ja nichts, ist nichts so geiles dabei. Alles gut. Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich habe gerade die beste Verzauberung darauf bekommen. Welches denn? Legendär? Nice. Im First Try? Boah, nehme ich. Begleite. Da kommt das rein. Ah, das Flackerdoch-Ding leuchtet auch, okay. Will jemand ein Irrlicht als Lichtbekleider haben? Also das kleine Bekleider? Ihr habt alle drei noch keinen kleinen Bekleider. Alle beide. Holp hat einen. Was meinst du? Hat Andi jetzt schon bekommen. Hey. Ja, wollen wir den jetzt noch ein paar. Also das nochmal machen? Nein, wir haben ja alles, was wir wollten. Okay. Ich habe eine Combat Wrench bekommen. Die lag hier wohl rum. Das geht sogar durch Wände, wie nice ist das denn? Ja, noch ein Vorteil, nice. Ja, sehr gut, das ist mir doch eigentlich für die M-Plus auf jeden Fall gelöst. Das war mir vorher schon, aber... Ja, jetzt können wir es auch bei Tag machen, ne? Theoretisch können wir es echt mal probieren, ne? Aber der Witz ist ja daran, es ist halt mehr Mühe, als es uns bringt. Weil das Schwert, was es droppt, schlechter ist. Das ist das, was man jetzt hat. Mühe ist es halt nicht wert, das meine ich damit. Nicht, dass wir es nicht versuchen können, klar können wir es versuchen, aber ich finde halt die Mühe ist es, also der Gegensatz, der dagegen steht, wenn wir es schaffen, obwohl es so schwer ist. Das eigentliche Problem daran ist, dass dass du diese Beschwörungsgegenstände so ätzend farmen musst. Das ist so anstrengend. An sich würde da meiner Meinung nach nichts gegen sprechen, vor allem, weil würdest du diese Beschwörungsschwerter kriegen, die sind schon ziemlich sick, egal für welchen Charakter. Sogar eins ist hilfreich. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht betreuen. Ey, Beckmann. Da geklatscht. Mhm. Ich hab hier gerade in der Packung Beef Jerky, ne? Mhm. Na, guck ich gerade hinten drauf, weißt du, was da steht? Jetzt bin ich gespannt. Irgendwas mit Beckmann. Hergestellt in Brasilien. Ja, Andi, haben wir denn schon überhaupt was, um die zu beschwören? Dann müssen wir das noch fahren, weil die könnten wir das ja schon anfangen zu fahren. Ja, die kannst du nur zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, also in dem 4-Stunden-Intervall fangen. Im Hollow-Gebiet. Hast du den ist schon vorbei. Ich weiß nicht, ob wir davon welche haben. Nein, haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir das jetzt auch jetzt fahren. Wir wollen, also dieses würde ich gerne die M-Plus machen. Dann habe ich auch keine. Dann müssen wir fahren. Dann an die Sache, sobald wir die fangen können, dann kommen wir mit. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ja, können wir machen. Ja, wir müssen ja die irgendwie jetzt beschwören können, also bringt ja nichts. Ja, der Punkt ist halt, die spawnen dann in dem Hollow-Gebiet. Irgendwo da wird dir dann angezeigt, wenn du deinen Monster-Detektor hast, dann werden sie dir angezeigt. Und ansonsten stehst du dann nur rum und wartest. Wie heißt denn das, was wir suchen, Andi? Lenswing. Irgendwas mit Lenswing. Warte mal, wie heißen die Olle nochmal? M-Plus. Na, ich bin mal in der Arena, ich klatsch mal die Piraten. Ich weiß nicht, wo best. Link.
Okay, ich will es ja jetzt nicht sagen, aber wir haben zwei von denen. Ja. Wobei, ich weiß nicht, nein, ich weiß nicht, ob das ist, ja, ich glaube, das ist das falsche Tool, also das falsche Icon. Guck mal, Andi, bitte, weil ich hab's ja auf Deutsch. Guck mal bitte in die Tierkiste, ob das die Vieh, ob das, was auf letzter Stelle ist. Ob das persönlich Lenken ist bei denen ist. Ja, Moment. Mach ich ja. Vom Bild her würde es passen, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht mehr. Aber es ist doch ein bisschen anders aus bei der Wiki. Aber es ist verblüffend ähnlich aus. Ja, nur eben einen Eisbeutel holen. Aber hast du alles bei dir im Zimmer stehen, Andi? Nö. Der läuft doch mit seinem Bluetooth-Headset einfach durch die Gegend. Oh, ja. Ich kann auch mit uns reden, obwohl er in der Küche steht. Ja. Ja, ich fand's so gerade so lustig. Ich muss mal eben einen Buddel Eis holen. Zack, hat er einen Buddel Eis. Ja, eben. Aus weil er schon deswegen ist wahrscheinlich in den Nebenraum gegangen ist. Oh, okay. Guck mal, ob das die sind hier in der Tierkiste, die Pilzkiste. Sind es die? Ja, das sind die. Prismatic geil, Lens. Okay, da können wir die schon beschreiben. Gut, da müssen wir noch auf Nacht warten. Zwei Stück. Sehr geil. Haben wir das schon. Das hast du anscheinend schon weit voraus gefangen, Andi. Ja, nur sind die halt sehr, 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 sehr beschissen zu bekommen. Deswegen habe ich davon nur so wenig. Ja, ist egal. Dann machen wir es halt nur zweimal. Wir können sie einmal Nacht machen und dann können wir es auch tagsüber einmal probieren. Aber wenn wir dann scheitern wir. Fände ich aus. Probieren können wir es ja. Flying Dutchman. Aber ich will sie jetzt nicht 50 Mal probieren, wenn wir eh die ganze Zeit unhittet werden. Der ist schon tot. Oh, das ist der Boss. Oh, jetzt ist er tot. Muss man die im Hello beschwören? Wahrscheinlich, ne? Die spotten normal nicht. Ja, ich glaube schon. Oh, ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja der Tollo-Gebiet, das ist ja direkt da bei uns in einer Arena. Stimmt, hast recht, das geht jetzt, hallo. Okay, Leute, möchte aber jetzt hier einen Cut machen, die Brandversion ist nicht so spannend außerdem. Und bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Thank you.